der Restaurierungswerkstatt der Abteilung Archäologie und Münzkabinett des Universalmuseums Joanneum. Mein Name ist Nina Heyer, ich bin die Restauratorin hier und möchte euch im Rahmen der Europäischen Archäologietage einen Einblick in meine Arbeit hier geben. Ich werde mit euch eine Blockbergung öffnen, den Inhalt freilegen und die enthaltenen Objekte dann hoffentlich, wenn es der Zeitrahmen zulässt, auch noch restaurieren. Ich weiß nämlich im Moment noch nicht genau, was mich in der Blockbergung erwartet. Das ist das Schöne an den Blockbergungen. Es ist immer ein bisschen ein kleines Überraschungsei. Hier im Hintergrund sieht man schon die auserwählte Blockbergung. Die werde ich jetzt gleich mal öffnen. Und ich wünsche euch viel Spaß bei dem Video. Ich habe hier jetzt schon mal was vorbereitet, nämlich die Gipshülle von dem ganzen Block entfernt. So ein Erdblock ist eigentlich immer in Paketband, Frischhaltefolie ganz im Inneren und einen stabilisierenden Gipsmantel gepackt, wenn wir ihn hier in die Werkstatt bekommen. So ist eben einfach gesichert, dass der Inhalt, also dieser Erdblock, in dem sich zum Beispiel Keramik befindet, stabil ist und nichts verrutscht. So, man sieht jetzt hier schon recht schön den Rand des Gefäßes, das hier im Block geborgen wurde. Außerdem eine Scherbe, die hier schon an der Oberfläche liegt. Ansonsten ist noch nicht sehr viel zu erkennen. Es kann aber eben sehr gut sein, dass sich im Inneren dieses Gefäßes noch Grabbeigaben befinden oder Knochen. Und dementsprechend wird das jetzt ganz in Ruhe ausgegraben und alles, was da drin auftaucht, gegebenenfalls dokumentiert.
So, nachdem ich alle Fragmente mit Leitungswasser und Bürste gereinigt habe, habe ich jetzt auch noch die Bruchkanten am Sandstrahlgerät nachbearbeitet, weil es hier wirklich darauf ankommt, jedes noch so kleine Körnchen zu entfernen. Sonst passt es nachher alles nicht so richtig zusammen. Jetzt kann ich dann also kleben. Ich muss mich nur noch entscheiden, wie ich mit diesem Riss hier umgehen möchte. Ich weiß nicht, ob man den jetzt auf der Kamera so gut erkennen kann. Hier zieht sich also ein Riss relativ weit nach unten, geht aber nicht komplett durch. Also das Ganze ist nicht gebrochen, noch nicht. Die Frage ist jetzt, ob ich dem Riss im Prinzip helfe, weiterzureißen, um dann die Bruchkanten nochmal richtig schön zu reinigen und das Ganze wieder sicher aneinander zu kleben. Oder ob ich es so belasse. Für die erste Variante spricht, dass hier eben doch auch schon ein bisschen ein Spalt entstanden ist, der beim Einpassen der übrigen Fragmente in diesen Freiraum hier Probleme bereiten könnte. Das werde ich mir jetzt also anschauen, indem ich mal hier die Fragmente einsetze, erstmal lose mit Klebeband fixiert, und einfach schaue, ob das soweit alles passt, und dann werde ich entscheiden. Leider passen die Fragmente nicht sehr gut. Im unteren Bereich ist im Prinzip zu viel Platz. Das heißt, da habe ich einen recht großen Spalt. Im oberen Bereich ist zu wenig Platz, da wirkt das Ganze etwas gequetscht. Und da ich vermute, dass der Riss, den ich vorher gezeigt habe, dazu beiträgt, werde ich also diesem Riss jetzt nochmal nachhelfen und diesen Bereich abnehmen, da die Bruchkanten dann nochmal reinigen. Und hoffe dann, wenn das Ganze dann neu geklebt ist, dass dann auch diese Fragmente hier besser sitzen.